Jawohl, Servus und Habertiere, Leitland wieder einmal aus dem Grombilli. Heute ein bisschen ein ernstes Thema und ein interessantes Thema. Wir nehmen das schöne Wetter einmal zum Anlass heute und auch eine Unterhaltung mit einem Menschen, mit einem Bewohner dieser Erde. Das war eine Unterhaltung, die war sehr impulsiv und ich habe mir gedacht, da muss ich einmal per Video reagieren. Und zwar ist es darum gegangen, ein bisschen hat man halt so nebenläufig geschmerzt, ne, über den Waldbau und was im Wald so vor sich geht und dass das eine ganz interessante Materie ist. Ja. Dann hat derjenige gesagt, mein Gott, wenn der Wald einen Menschen nicht hätte, dann gäbe es ihn schon gar nicht mehr. Man muss im Wald dazu helfen, dass der was wird. Da habe ich dann meine 7 Zwetschgen zusammengepackt und bin gegangen, weil man denkt, wenn die Meinung in der Welt draußen herrscht, dass es so ist, dann kommen Einpackerleute. Es ist eben nicht so. Und wenn derjenige, mit dem ich die Unterhaltung gehabt habe, das Video anschaut, der wird sich ehren, weil er jetzt dann sieht, an einem Beispiel, dass die Natur uns nicht braucht, sondern wir brauchen die Natur. Wir brauchen den Wald, dass wir überleben können. Der Wald braucht uns nicht. Wir müssen als Menschen wirklich nicht dazu helfen. Wir müssen nicht. Wir können, aber wir müssen nicht. Dass der Wald was wird. Ein totaler Krampf. Und darum wird das heute ein bisschen emotionaler. Oder auch nicht. Vielleicht wird es auch lustig. Jawohl, da haben wir schon da in unserem Brauchtexemplar. Wer erkennt es? Ein Wildkirschbaum. So, ein Wildkirschbaum. Jetzt, wenn man da so umschaut, wo kein Kirschbaum. Ja? Lärche, Esche, Birke, Eiche, kein Kirschbaum in der Nähe. Der war so, die Ausprägung hat bei dir. Also von Durchmesser, von der Wuchsleistung und so weiter. Jetzt, wenn man da aufschaut, 4 Meter, 5 Meter astfrei, ein paar Todäste haben dran, die kann man jetzt wertasten, dann war das 5 Meter beste Ware, sag ich mal. Ein bisschen krumm gewachsen, aber mein Gott, nein, so ist es halt. Ne? Bei Menschen auch, die haben wir krumme Nasen. Super Krone, steht um drüber, ein Zukunftsbaum. Klassischer Zukunftsbaum. Kommt der Bantel um mich, Zukunftsbaum. Jetzt sagt der eine oder andere, das gibt's ja nicht, da haben noch keine Kirschen erinnert, da ist keine einzige Kirschen drin, wie kann jetzt da auch Kirschen sein, das gibt's ja nicht, das ist ein Wunder, das muss man überall, mein, das muss man im Fernsehen bringen, ein Wunder ist geschehen, ja, Wahnsinn, das ist gar nichts, Leute, das ist ein Vogelschiss, aus, Amen, fertig, und das ist kein Witz, dieser Baum, der ist entstanden durch einen Vogelschiss, warum, weil der Vogel fliegt irgendwo hin, 20 Kilometer weiter, 10 Kilometer weiter, frisst ein Kirschen mit dem Kern und fliegt da drüber und scheißt oben an deren Platz hin. Und noch dauert es 50 Jahre, 30 bis 50 Jahre. Und dann wächst der Kirschbammel da außer. Ja, ein bisschen Glück gehabt natürlich, weil da haben Eschen um mich, dass der praktisch jetzt so hochstandig geworden ist. Also das heißt, der ist über die anderen drüber gewachsen. Aber der hat halt ein bisschen Glück gehabt, aber der ist von der Natur entstanden. Da hat der Mensch nichts gemacht. Der hat nicht der Mensch eingepflanzt. Die Natur hat diesen Baum erschaffen. Das ist nachweislich so gewesen. Aus. Also das heißt, der erste Beweis, dass Bäume selber können und nicht Menschen brauchen, das können. Ja. So, jetzt, wenn man da reingeht, ja, schaut man da einmal um. Und jetzt kommt das nächste Phänomen. Wenn man da hinschaut, Naturverjüngung. Nichts pflanzt von Menschenhand. Nichts pflanzt, Leute. Das ist alles naturverjüngt. Das ist selber gekommen. Da hat der Mensch gar nichts gemacht, nicht einmal ausgemacht. Brombeeren, nichts da. Ja. Nichts. Das ist selber gekommen. Was sind das? Ja, Kirschbaum. Also unfassbar. Nächste Phänomen. Sogar in verschiedenen Stadien, wenn ihr mal her schaut. Ja, da haben die kleinen Babys. Eins,
zwei, drei und so weiter und so fort. Das sind alles kleine Kirschbäumerl. Und da daheim in Jugendalter, ja, der Stamm ist jetzt nicht der schönste, aber das, wie gesagt, manche Menschen haben auch nicht schöne Ohren, schöne die anderen haben Schlampen, da ist halt so, ne? Aber wenn du das herschaust, das ist alles selber gekommen. Selber gekommen. Da, das wäre ein Mords drum, schöner Kirschbaum. Gerade Schaft, Stamm, möchte ich sagen, und der Wachstum raus. So, zweiter Beweis. Natur braucht nicht uns. Aber wir brauchen Natur, weil sonst erstickt man. Ist ja so. So, jetzt ist es so, jetzt frage ich mich, wie kann das sein, dass da so Kirschbäumerl kommen? Auch total verrückt. Es kann ja nicht sein, dass da ein Vogelschwarm durchgeflogen ist und hat jetzt da einmal einen ganz großen Haferl verloren. Nein, und da waren keine dabei, ne, wie ich vorher erzählt habe. Nein, das hat einen anderen Grund. Und zwar ist das nächste Phänomen von diesem Kirschbaum hier. Von unserem Mutterkirschbaum. Der Mutterkirschbaum, der wirft nicht seine Kirschen ab da oben und dann gingen da oder die Kirschbäumerl auf. Das darf jetzt nahe liegen, ja. Aus dem Kirschkern geht der Kirschbaum auf, weil das ist ja klar, dass das so sein muss. Das ist auch ein Krampf. Absoluter Schmarrn, ich glaube, das mag funktionieren, aber bei dem Holz da, das war so dicht steht und so viel oben drüber steht mit der Eschen, die werden jetzt dir und so weiter, das wisst ihr selber. Der Eschen, der Birke, der war oben zumacht, der kann aus einem Kern, hast keinen Erfolg. Jetzt muss einen anderen Grund haben, warum das da Naturverjüngung kommt. Ja, und der Grund für die ganzen kleinen Kirschbäumerler ist jetzt die Frage, was ist jetzt da der Grund? Ja, wenn es Pegel nicht waren, die einen Kern rausgeschissen haben und haben alle platschen lassen und dann ist da vom Kern ein Kirschbaum aufgegangen. Das ist ein Schmarrn in dem Fall, weil so viel Kern konnte der Vogel gar nicht gefressen haben, was der Kirschbaum aufging. Und die Vögel müssen ja jedes Jahr oder alle 5 Jahre drüber fliegen, weil da sind kleine Kirschbäume, da sind mittlere und große und halbgroße und so weiter. Also irgendeinen Grund muss das haben, aber gewiss nicht der Kern. So. Und der Grund ist einfach im Boden drinnen. Vermutlich. Ja, vermutlich. Es gibt das Phänomen, dass Kirschbäume eine Wurzelbrut haben. Das bedeutet ganz einfach, dass in der Wurzel drinnen gewisse Sachen, in der Wurzel vom Mutterbaum passieren gewisse Sachen, dass von der Wurzel vom Mutterbaum solche Kirschbäume aufgehen können. So. Das kann ausgelöst sein durch eine Verletzung, kann ausgelöst sein einfach so und durch irgendwas. Ja, das wissen wir Menschen nicht. Wir meinen es halt, dass wir es wissen, aber wissen wir es nicht. Wir können ja bloß vermuten, weil der Baum recht am Straßenrand steht, wie man da sieht, dass der irgendwie durch das, dass da einmal an der Straße was gemacht worden ist, verletzt worden ist am Wurzelwerk, der Mutterbaum, und das war ein Anreiz, dass er praktisch nachkömmliche kommen braucht, weil er Angst gehabt hat, dass er kaputt geht, weil irgendwie an der Wurzel mal angeschaut hat und jetzt hat er eine Verletzung gehabt. Ja, ich finde den Teil von unserem Wald ganz interessant. Ja, weil wir haben Flecke in unserem ganzen Wald, da wollen wir einfach einmal die Finger weglehnen als Menschen und leihen naturfreien Lauf. Also möchte auch der andere sagen, ja, spinnst du, aber ist auch, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man mal testen, was die Natur einen hinstellt. Nicht immer der Mensch meiner, der ist, da gehört die Baumart hin und die Mischkultur hier und das und soll. Einfach mal Natur entscheiden lassen und dann lernt man voll dazu, wie das Beispiel zeigt. Weil niemand hätte da geglaubt, Kirschbaum hier pflanzen zu wollen, von uns Menschen, weil man gesagt hat, wir lernen das einfach, wie es ist, wir lernen da, was entsteht, was will. Und was die Natur will, weil da geht die Telefonleitung durch, also schnurstracks geht die Telefonleitung durch. Wir haben eine Oberleitung, gibt's, ja. In Deutschland gibt es eine Oberleitung noch fürs Telefon und das Internet, ist so. Die geht da durch und dann, wenn man da irgendeine Kultur abpflanzt, da hat man immer Probleme, weil oh, das kann nichts werden, weil dann haben sie vom Jugendalter heraus, dann muss man schon weg tun, weil sie in der Telefonleitung wachsen, darum haben wir gesagt, lassen wir es. Schauen wir, was da passiert. Und prompt kommt da ein Kirschbaumwald. Ja, da muss ich auch eine kleine Geschichte erzählen, weil ich da drauf gekommen bin, weil ich das gesehen habe, dass da ein Kirschbaumwald entsteht. Und zwar ganz zufällig. Eines Nachts,
haben wir gemerkt, da ist ein gescheiter Sturm draußen, wird der eine oder andere von euch auch noch wissen. Und zack, geht das Telefon und das Internet nicht mehr. Ja, wie es allebei ist, ist das Öfteren so bei uns. Fahre ich raus, die Leitung entlang. Ja, hat es da, oder? Tiere Eschen in die Leitung eingehaut, der Sturm, und hat die Leitung gekappt. Ja, natürlich geht dann kein Internet mehr. Dann haben wir das aufgeräumt und so habe ich das gesehen, dass da ein Kirschbaumwald entsteht durch Naturverjüngung. Also komplett von selber. Ja, und jetzt zu guter Letzt habe ich gerade nur was entdeckt, weil es allerweise so ist, wenn man ins Holz rausgeht. Und es ist eine wahre Freude, ich sag's euch. Es geht also durch. Ich freue mich an den ganzen Kirschbäumen, die da aufgehen. Und jetzt gehe ich da her und schaue so. Also nochmal, ja, bin da hergegangen. Schau so. Ein Spitzahorn. Ist ein Ahorn. Es ist kein Ahorn da. Nirgends. Nirgends ist da herin ein Ahorn. Ihr wisst nicht einmal, wo wir überall einen Ahorn stehen haben. Jetzt habe ich mir gedacht, wie kommt jetzt der Ahorn da rein? Jetzt kannst du die ganze Geschichte wieder durchgehen, wie ich es mit den Kirschen gemacht habe. Und ich habe mir gedacht, ich habe es jetzt verstanden mit den Kirschen, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Aber ehrlich gesagt, werden es mir Menschen nie verstehen, wie so ein Waldökosystem funktioniert, wie so eine ganze Natur funktioniert, weil jetzt ist aber ein Ahorn erinnert. Ich denke mal wieder durch einen Vogelschieß oder vielleicht durch einen Stockausschlag, aber da ist noch nie ein Ahorn gewesen. Aber gut, man weiß es nicht. Wunderbares Exemplar auch noch, Da Ahorn aufgegangen. Wieder gehe ich heim und denke mir, du lernst nie aus. Es ist total interessant, Terrassen im Holz, in der Natur, wo es alles vor sich geht. Und wieder wird mir bewusst, immer mehr bewusst, dass der Wald uns nicht braucht, aber wir einen Wald. Und so ist es, Leute. So ist es. So bleibt es und so wird es auch aber sein. Und drum bedanke mich fürs Zuschauen. Die Kirschbaumwinkerer, Kirschbaumblüher, eine wahre Freude. Ich wünsche euch was und ich wünsche euch das Beste und ich wünsche euch, dass ihr mal ins Holzasse geht und einmal die Augen aufmacht, was, wie wunderbar das da herassen ist. Wenn euch meine Videos gefallen, bewertet es positiv und ganz wichtig, abonniert den Kanal, weil ich denke, dass wir da noch mehr sehen werden, solche Phänomene auf der Reise vom Wirtschaftswald zum Zukunftswald. Bis nächste Mal, vielen Dank fürs Zuschauen aus dem Kronwaldi. Jawohl, habe dir Servus.